Willkommen hier zum heutigen CSGO Overwatch. Zur Auflösung des letzten Overwatches, da habe ich Vision Assist gedrückt. Nur Vision Assist. Und ja, das war's. Ich glaube, ihr wart da auch alle im Großteil damit einverstanden, dass er auf jeden Fall hart reingevision hat, gevisioniert. Und ja, schauen wir mal, was jetzt heute Großartiges passiert. Na? Das Spiel hat eben erst angefangen. Es war gerade eben noch ganz kurz Warm-up, aber es standen beide Teams nur rum. Also es war mal nichts los. Das habe ich jetzt einfach kurz überspult. Und ja, gucken wir mal, was er macht. Also das gerade eben war jetzt nicht sonderlich aufregend, oder? Wie er gerade eben gekillt wurde. Sein Aiming war eben, sein Crosshair-Placement ist besonders. Aber jetzt geht's ja, mal gucken. Also es sind noch zwei CTs, der eine ist da bei CT wahrscheinlich, der andere aber mit. Vergesst den heutigen Stream nicht, um 22 Uhr geht's los. Also der Stream ist wahrscheinlich jetzt schon live, wenn dieses Video um Punkt 22 Uhr online ging. Ich überlege immer, ob ich's eine Viertelstunde vorm Stream online kommen lassen soll, diese Videos an den Streamtagen oder pünktlich zum Stream. Ich glaube sogar, dass es pünktlich besser ist, weil bestimmt manchen geht es durch die Lappen, wenn es nicht sofort der Fall ist. Also die gehen dann auf den Stream, sehen er es noch nicht da, weil das Video eine Viertelstunde vorher kam und gehen dann wieder und das war's. Und darum kommt das Video um 22 Uhr, also ist der Stream jetzt live, ja, Freitag-Nacht-Stream. Schön gehustelt mit Viewer Games und so weiter und so fort, okay. Das schien auf jeden Fall etwas merkwürdig, so wie er auf den Kerl gewartet hat, der da an der Door stand. Hinter der Door wohlgemerkt. Behalten wir mal im Auge. Das war etwas, das war wirklich sehr merkwürdig. Der auf Short ist gerade weggesteppt und dann hört er auf zu fokussieren. Er sieht schlecht aus, Monsieur, aber wir warten mal kurz ab. Wir haben gestern im Stream ein Overwatch gemacht am Ende und das war echt abnormal. Das war der krasseste Aimlock, den ich jemals hatte. Also der hat wirklich auf alles, Aim Assist mäßig drauf, immer. Also, da war nichts mit Hiding, gar nichts. Es war noch nicht mal, also gar, das war einfach, als hätte er nicht selbst gespielt. Ja? Er hat einen Bot, der für ihn läuft und einen Bot, der für ihn aimt. Und es war, und dann nächste Runde, die ganze Zeit. Das war echt Wahnsinn. Also, ich bin froh, dass wir so einen Fall nicht hier, auf YouTube jetzt haben, weil sowas ist im Stream ganz cool, aber für ein Video kann es halt dann doch, es kann halt dann langweilig werden irgendwie. Wenn man so einen extrem obvious Sinn in den Fall hat. Was würdet ihr hier sagen an der Stelle? Ich gucke auch wieder, dass ich Ding einbaue, eine Umfrage, die ihr betätigen könnt. Wenn ihr zu schreibfaul seid, wobei ich mich natürlich viel mehr darüber freue, wenn ihr schreibt. Also ich glaube, er hat dies, ich glaube, er hat das und dann kommen immer wieder Gespräche zustande. Sein Aiming ist ja auch gar nicht mal so, oder? Jetzt der Headshot. So wie vorhin, der eine schon auf Long. Wir gucken mal. Also er hat den auf dem Spot auf jeden Fall sehr gut im Auge gehabt. Er läuft jetzt auch einfach ganz offen mit einer Granate in der Hand vor. Als wenn er wüsste, dass es dass keine Gefahr mehr droht. Ja, das ist ein dreckiger Gauner. Wir gucken mal nach den Stats. Aha, okay. Er ist jetzt nicht ganz oben mit dabei. Ostrich ist richtig fett am Hasseln. Muss jetzt nicht zwingend was heißen, aber es kann natürlich auch sein, dass es so ist, wie wir es früher schon öfter mal hatten, dass mehrere Leute direkt cheaten. Wir hatten ja auch schon Overwatches, wo die Gegner und, also wo die Leute, die wir begutachtet haben, Suspect und sein Team, und die Gegner gecheatet haben. Also wo alle dann angefangen haben, rumzuspinnen und sowas. Das waren, wir hatten schon ein paar krasse Overwatches. Guck mal, es bleiben zwei schon stehen. Ich nehme an, die haben aufgegeben oder, nee, ich wollte gerade sagen, oder sind Bot, aber das sind ja keine, Bots bleiben ja nicht einfach stehen. Also die haben schon einen Bot. Aber der rennt natürlich sofort rum, bis man ihm sagt, er soll stehen bleiben, aber der bleibt dann nicht direkt am Spawn so stehen. Bitter. 6-0 auch direkt, ne? Also es hat, wir haben wohlgemerkt bei 0-0 angefangen. Es ist doch ziemlich, also auch von den Stats ja auch ziemlich klar, ne, wie das Spiel hier verlaufen wird. Obwohl Suspect nicht der Beste ist. Also Ostrich ist ja doch nochmal ein bisschen härter am Start. Guck mal, wie er sich sogar wegdreht, der Lurch. Ich muss die Maus darüber machen. Weil er halt, also ich predikte einfach mal, oder ich... Ich sage, dass es da doch schon stark nach Vision aussieht. Was habt ihr zum Aim? Weil dann die Headshots auch ziemlich gut sitzen. Klar, man kann natürlich mit einem Vision Assist schon mal auf den Kopf aimen und dann eben auch abdrücken, wenn er in der Nähe ist. Aber für sein sonstiges Crosshair Placement und so weiter scheinen mir die Shots dann doch nicht allzu normal zu sein. Mal gucken, was ihr sagt. Oh, guck mal. What? Das war jetzt aber echt kurz. Der Beste des Teams. Seines Teams hat ihn eben gekillt.
Es ist die Frage, ist es einfach nur jemand sehr Gutes, der auf der Welle mitgeschwommen ist, wenn dein Team rockt, also ob es jetzt hackt oder halt wirklich gut abgeht, ist ja wurscht. Meistens kann man da dann, wenn man ein gutes Momentum hat, mitschwimmen und eben auch dementsprechend viele Frags machen. Vielleicht war dieser Ostrich clean oder halt nur ein Smurfer und hat sich jetzt über ihn, über diesen Cheater so aufgeregt, dass er ihn gekillt hat. Oder aber er war selbst am Hacken und war halt einfach trotzdem abgefuckt von dem zweiten Hacker, wer weiß. Ja, das hier werde ich jetzt dann gleich wieder für mich drücken und sag euch dann nächste Folge, was das geworden ist, Alter, wie er da hinten abgeht. Kann man das zur Seite schieben? Nein. Ja, ausrascht direkt. Okay, überlegt ganz genau, was es wohl ist. Wallhack? Aim? Grief? Man weiß es nicht. Hat er gebunnyhoppt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist immer so was, was mir irgendwie voll leicht durchgeht. Ja, kommt in den Stream. Er ist jetzt am Start. Ich habe mir die Haare extra nach hinten gemacht für euch, damit die Aerodynamik stimmt. Und ja, um 22 Uhr geht's los. Also der Stream läuft jetzt höchstwahrscheinlich schon. Kommt einfach dazu. Und ja, bis gleich.